Dieses Messer, das habe ich als Backup-Messer seit einigen Monaten im Einsatz. Es ist nicht der Burner. Es ist aber auch kein Schaß mit Quasteln. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann und ob es auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist, da ist es nun. Ja. Es ist recht schlank, es ist recht kompakt, es ist auch relativ leicht. Ist alles billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link in meinen Shop, schau dir da die technischen Daten dazu an. So ist die Form, das Ganze ist ein Fox-Messer, natürlich alles made in China. Sehr schlank und ich habe es als Backup-Messer mit dabei. Es wird ausgeliefert in einer Kydex-Scheide. Da ist hier hinten die Möglichkeit, entweder Techlock auch so richtig zu montieren oder eben dieser Clip, der da dabei ist. Ja, der ist auch auf die andere Seite montierbar, das heißt für links und rechts sind gleichermaßen möglich. Dann hier ein Feuerstahlhalter. Der Feuerstahlhalter, ja, ist okay, du hast alles sozusagen, und das meine ich als Backup-Messer, du hast alles in einem Teil beisammen und kannst es dann einsetzen. Die Kydex-Scheide ist durchaus in Ordnung, alles vernünftig verarbeitet. Also ich muss sagen, für den Preis, schau es dir ganz einfach an, wenn dich das interessiert, ist das in Ordnung. Das Messer selbst hat hier G10 Griffschalen, das sind alles so Ausnehmungen. Einerseits, damit es cool ausschaut, auf der anderen Seite denke ich mir, es spart auch Gewicht, denn das ist auch gar nicht notwendig, hier komplett durchzugehen. Es hat vielleicht was auf der Stabilität, aber bei so einem kurzen Messer, das wahrscheinlich sogar 42A konform sein dürfte, ist es ohnehin mit Betonen und Quetschen und Quellen ohnehin irgendwie ein bisschen anders. Gut, es soll so sein. Hier hinten ist eine Ausnahme, also eine Ausnehmung, die ist auch recht scharf für die Feuerstahlbedienung. Schauen wir uns gleich an. Hier sind auch so kleine Ausnehmungen, um Gewicht zu sparen oder Designelemente anzusetzen. Dann, du wirst es da auch gleich sehen, wir werden dann gleich schnitzen. Es ist halt, jo, relativ ein fetter Anschliff, ja, das wirst du sehen, es ist dann noch einmal eine sekundäre Phase dabei. Es hält sich recht gut, obwohl der Guard nicht so stark ist, dass ich jetzt sage, es ist so, wie ich es mir hundertprozentig vorstellen würde. Das ist es nämlich definitiv nicht, aber es gibt viel Schlechteres und es ist in Ordnung. Und auch hier ist so ein kleiner Huppel raus, der beim Zeigefinger hier noch einmal Halt gibt, ohne dass er beim Bauercut wirklich richtig ernsthaft wehtun wird, was mir ja immer ganz wichtig ist. Wenn du schon Messer-Reviews von mir gesehen hast, wirst du das merken. Da vorne die Spitze, die fällt relativ stark ab, ist auch noch einmal scharf. Also auch hier ist Feuerstahlbedienung möglich oder Aufbereitung von Zundermaterialien. Alles in allem ein liebes Messer, dass man so im Rucksack als Backup dabei haben kann. Ah, ich weiß das jetzt schon, die wirklichen Messerprofis werden die Nase rümpfen und sagen, so ein Schaß. Ich glaube, dass das ein 440 Stahl ist, schau das an. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, die Daten gibt es in meinem Shop. Also es ist durchaus in Ordnung. Es gibt Messer, die dann noch einmal ein bisschen besser beißen als das hier, aber es ist in Ordnung. Und wie gesagt, ja, so als Beimesser, als Backup-Messer durchaus in Ordnung. Und da merkt man jetzt halt schon, ja, ich habe es nachgeschärft vor diesem Dreh jetzt. Also es ist noch einmal abgezogen mit dem CC4, bin ich noch einmal drüber gegangen. Aber du merkst halt, ja, das ist kein Schneidteufel. Es ist so ein Allround-Anschnitt-Dingsbums. So, könnte besser sein, könnte schlechter sein. Ja, könnte besser sein, könnte schlechter sein. Joi, joi, joi. So, Feuerstahl, der dann mit dabei dazu geliefert wird, der ist relativ kurz, kann man aber trotz alledem gut halten, das ist auch einmal in Ordnung. Du siehst, da arbeitet sich auch einiges ab. Ich mag solche Ausnehmungen normalerweise nicht so gern. Mir ist es lieber, wenn ich einfach über die gesamte Kante das tun kann, weil ich dann einfach kontrollierter arbeiten kann, aber soll so sein. Oder eben vorne. Also wie gesagt, ja, geht alles, ist alles halbwegs in Ordnung, aber jetzt, das geht. Ja, wo ist jetzt das Einsatzgebiet? Ich meine, einerseits mal so als kleines Backup-Messer, wenn es da gefällt, auch für Jugendliche, also für Kinder jetzt nicht unbedingt, weil da gibt es bessere Möglichkeiten, aber so für Jugendliche, die halt ein bisschen was Fetzigeres wollen. Schau, da könnte man Mora auch ausgeben, das ist überhaupt keine Frage. Aber manchmal wünschen sich, ja, die wollen halt ein bisschen andere Optik haben. Ich merke das halt auch immer wieder. Ja, vertrau mir, es ist so. Kann man sagen, ist mir wurscht, du kriegst das Mora oder mal was anderes ausprobieren. Und da ist das durchaus in Ordnung. Oder eben, wie ich schon mehrfach gesagt habe, als Backup-Messer. So, es ist einmal alles gut möglich. Gibt es bessere? Ja, es gibt viel bessere Messer. Gibt es schlechtere? Ja, es gibt viel, viel, viel schlechtere Messer. Und daher den Preis, ich meine, schau es dir an, ganz einfach bei mir im Shop, du wirst sehen, das ist durchaus in Ordnung. Das ist vertretbar und kann man wirklich machen. Und wie gesagt, also
Hab schon schlimmere Sachen gesehen, also ist durchaus in Ordnung zum Arbeiten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann es empfehlen, auch wenn es nicht meine erste Wahl wäre. Aber ich habe die Vor- und Nachteile, glaube ich, mitgenommen und jetzt musst halt du entscheiden, ob das etwas für dich ist, was Sinn macht. Wie gesagt, Backup-Messer, Messer, wenn es verloren geht, wo man nicht weint, wo man alles auf einmal beisammen hat, auch für Jugendliche zum Beispiel gedacht, da gibt es überhaupt nichts. Das war's. Und jetzt bist du dran. Was hältst du von dem Messer? Hast du diesen Stil? Was hältst du davon? Gefällt's dir nicht? Schreib ein bisschen was, das würde mich irrsinnig interessieren. Ich sage danke fürs Dabeisein. Link zu dem Produkt findest du natürlich unten. Ich werde jetzt noch Sonne genießen hier auf waldurlaub.at in unserem Buschkraftareal. Schau auch da mal vorbei, wenn dir das interessiert. Abo da lassen, da geht's direkt zum Messer in meinen Shop. Ein paar andere Videos. Es hat mich gefreut. Dein Reini Rossmann. Bis bald und ciao.